Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte, ich nehme euch heute mal mit, ganz spontan. Der Hund rennt hier rum, aber ihr kennt das ja schon. Genau, ich bin hier gerade im Wohnzimmer. Wir haben es 8.44 Uhr, ich war gerade schon auf der Baustelle. Die Kleine schläft und ich wollte jetzt schnell frühstücken. Und dann dachte ich mir, gehe ich schnell auf Instagram noch ein bisschen live. Und genau, das mache ich im Moment total gerne, weil ich gerne mich mit euch so ein bisschen austausche. Genau. Und dann ja, nehme ich euch einfach so ein bisschen den Tag mit. Es wird nicht viel passieren, glaube ich. Aber ich wollte euch nachher noch vom Frauenarzttermin berichten. Der war nämlich bei uns auch schon. Und da wollte ich euch auch ein bisschen erzählen, wie das so war, was passiert ist und so. Genau, und so nehme ich einfach ein bisschen mit. Ja, die Kleine schläft hier wieder in der Federwiege. Sie macht gerade ihren Vormittagsschlaf, also ihren ersten Schlaf morgens und ja, mal gucken, wie lange sie jetzt schläft. Ja, hier habe ich schon ein Outfit rausgelegt, falls sie spuckt. Einmal so ein Strampler mit Delfinen drauf und so einen ganz normalen Wickelbeutel von H&M. Genau, weil ich habe hier unten immer ein Wechseloutfit jetzt, weil sie eigentlich mindestens einmal am Tag komplett umgezogen werden muss. Hier liegt noch ihre Jacke. Die ist von Next, da haben mich immer ganz, ganz viele schon gefragt. Genau, die ist von Next, die ist hier mit diesen Hasenohren. Mega süß. Die liegt hier und dann hier noch so ein Halstuch, wenn wir rausgehen. Hier noch so ein Halstuch, genau. Hier muss ich nachher nochmal ein paar Windeln auffüllen. Und hier sehe ich gerade, hier habe ich auch noch ein komplettes Outfit liegen. Ja, gut. Ist ja nicht schlimm. Falls die zweimal spuckt, habe ich hier nochmal ein zweites Outfit liegen und noch. Oh, hier liegt ja noch eine Strumpfhose. Sehr gut. Genau. So, die kleine Maus rührt sich ein bisschen und streckt sich. Gucken, aber jetzt glaube ich schläft sie wieder. Sehr gespannt. Gucken, wie lange sie heute schläft. Gestern hat sie, glaube ich, 4 Stunden geschlafen. Und da wusste ich gar nicht mehr, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Aber jetzt mal gucken, sie wirkt sehr, sehr unruhig. Vielleicht schläft sie, vielleicht träumt sie auch nur schlecht. Mal gucken. Ja, und dann steht sie noch Wäsche. Die muss ich gleich noch ordentlich zusammenlegen. Hier ein paar Bodies noch ordentlich zusammenlegen und meine Stillshirts hier ordentlich zusammenlegen. So, die Geschirrspülmaschine ist an. Nicht wundern. Und ich werde mir jetzt mal was zu frühstücken machen. Gucken, ich denke, ich esse einfach ein Brot oder so. Und dann muss ich gleich schon mal schauen, was es zum Mittagessen gibt. Damit ich damit früh genug anfangen kann. So, ich habe jetzt gegessen und jetzt wollte ich euch kurz vom Frauenarzttermin berichten, wie das so war und was er gesagt hat. Ja, den Frauenarzttermin hatte ich jetzt ungefähr 7 Wochen nach der Geburt. Und das ist jetzt eine Woche her. Und ich ja, bin einfach hingegangen, musste dann Urin abgeben, total komisch, weil hat man ja immer in der Schwangerschaft gemacht, aber dass ich jetzt nochmal Urin abgeben muss, hat mich sehr gewundert. Aber die Dame hat dann gesagt, das hört niemals auf. Genau, und dann musste ich eben Urin abgeben. Ich hatte die Kleine natürlich dabei, das war ziemlich anstrengend, weil sie wach war, obwohl sie frisch gestillt war und sie hat nur geweint und das war wirklich ganz, ganz schlimm und die Frauenärztin hat sich deswegen auch total beeilt. Ja, dann bin ich auch direkt rangekommen und dann sind wir erstmal so in das Besprechzimmer zum Reden gegangen. Einmal, ja, wie die Geburt so war, wie es mir geht gerade und über Verhütungsmittel. Und das war mir sehr, sehr wichtig, weil klar, Verhütung ist wichtig und wir wollen natürlich halt auch verhüten, damit das nächste Kind jetzt nicht direkt kommt. Und genau, deswegen haben wir ein bisschen über die Verhütung gesprochen. Und sie meinte, die Spirale dürfen sie erst ab 20 einsetzen lassen. Und das findet sie auch schon ganz schön früh. Aber wenn ich wollen würde, dann könnte ich eine Spirale mit 20 bekommen. Aber jetzt macht sie das nicht, mit 19. Und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir halt was anderes. Und dann hat sie, haben wir so ein bisschen über die Pille gesprochen, aber mit der Pille hatte ich ja ziemlich starke Probleme. Ich habe die ja 3 Jahre genommen, aber hatte immer nur Probleme damit und habe die auch total oft gewechselt, aber es hat einfach nichts gebracht. Und dann hat sie die 3-Monats-Spritze vorgeschlagen und da habe ich dann auch gesagt, okay, können wir mal probieren. Jetzt bin ich aber wieder so auf dem Stand, dass ich doch lieber die Pille nehmen würde, weil sie auch gesagt hat, die 3-Monats-Spritze ist kein großer Unterschied zur Pille, beziehungsweise
kann es auch sein, dass ich eben dieselben Probleme habe, wie ich mit der Pille hatte. Ich hatte halt alle 2 Wochen meine Periode, hatte total Unterleibsschmerzen, hatte total starke Periode und habe mich halt nie sicher gefühlt. Also ich habe nie gedacht, okay, du bist jetzt, also du brauchst nicht weiter verhüten oder so, sondern du bist jetzt geschützt, weil ich halt immer so oft meine Periode hatte und halt unregelmäßig und mal einen ganzen Monat durchgehend und so und ja, das war irgendwie ganz, ganz schwierig. Ich hatte keine hier Probleme damit, die Pille einzunehmen. Es war kein Einnahmefehler oder so, sondern ich weiß nicht, ob mein Körper das einfach nicht angenommen hat oder so. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr starke Probleme damit. Und sie hat aber gesagt, die 3-Monats-Spritze kann genau das Gleiche hervorrufen, weil es eben fast die gleichen Hormone sind oder beziehungsweise auch relativ viele Hormone. Und eigentlich wollte ich ja irgendwas, was ohne Hormone ist, aber gibt es ja leider nicht so viele Sachen. Und sie hat mir, wie gesagt, auch nur die 3-Monats-Spritze dann empfohlen. Ich habe dem erstmal zugestimmt und jetzt müssen wir warten, bis meine nächste Periode kommt und dann bekomme ich die Spritze. Muss ich direkt am ersten Tag zum Frauenarzt hin und dann bekomme ich die Spritze. Mal gucken, wann ich die nächste Periode bekomme. Weil viele haben mir ja gesagt, dass die relativ spät kommen, wenn man stillt. Also meine erste hatte ich ja schon, meine erste Periode. Und viele haben jetzt unter dem Wochenbettvideo kommentiert, dass sie erst so über ein Jahr später erst die nächste Periode hatten. Bin ja sehr gespannt, wie das mit dem Stillen da ist und wann wir die nächste Periode bekommen. Und ja, dann haben wir nochmal über das Schilddrüsenhormon gesprochen, weil das habe ich jetzt, ich glaube, 2 Tage nicht eingenommen gehabt, weil meine Packung leer war. Da habe ich einfach ein neues bekommen. Das müssen wir jetzt nochmal kontrollieren lassen, ob ich jetzt ein kleineres Schilddrüsenhormon bekomme, weil ich ja vor der Schwangerschaft auch ein 25er hatte. Dann wurde in der Schwangerschaft auf 50 erhöht. Und ob ich jetzt wieder einen 25er brauche, weil ich ja nicht mehr schwanger bin, das müssen wir nochmal kontrollieren lassen. Ich nehme derzeit aber noch die 50er, weil die nochmal Blut abnehmen müssen. Ja, dann geht es natürlich ins Behandlungszimmer. Haha. Da hat die Kleine richtig rumgeschrien. Also sie fand das richtig doof da. Und es hat auch nichts gebracht. Nichts wollte sie. Und dann habe ich mich natürlich auf den Stuhl gesetzt. Sie hat geschaut und hat direkt gesagt. Also haben sie wirklich ein Kind bekommen, weil das sah, also sie sagt, das sieht überhaupt nicht so aus, als hätte ich gerade ein Kind bekommen. So, ich war jetzt 1 Stunde live auf Instagram und habe gerade noch ein bisschen so auf Instagram rumgesurft. Und die Kleine ist jetzt langsam ein bisschen quengeliger. Ich werde jetzt die Wäsche schnell zusammenlegen und dann mal schauen, was wir noch so machen. So, ich hänge jetzt hier noch kurz die Wäsche ab, die ist nämlich trocken. Ich werde das hier noch kurz abhängen und auch direkt zusammenlegen. Dann haben wir das auch schon fertig. Thank you.
So, das kommt alles hier hinten ins Babyzimmer. So, dann kommen die Bodies. Tada, da haben wir nämlich ja fast keine mehr. Also hier noch ein paar, das sind aber das Kurzarmliche, die sind mir noch ein bisschen zu frisch. Die 50er haben wir jetzt komplett aussortiert, das heißt, wir müssen auch nur diese beiden einsortieren, weil der Rest sind noch die 50er Bodies, diese hier. Die kommen jetzt alle in unsere Kiste, weil die Sachen bewahren wir auf. Hier kommen die Stöckchen rein und hier ist noch ein Halstuch. So, und dann sind wir hier auch fertig. So, wir haben es 13 Uhr, ich koche jetzt. Ich mache jetzt Nudeln, beziehungsweise hier so Spaghetti, das hatten wir noch übrig. Dann mache ich so eine eigene Tomatensauce aus passierte Tomaten, Tomatenmark, Pfeffer, Salz und ein bisschen Gemüsebrühe, genau. Und da kommen dann noch Hackbällchen mit rein. Und die kleine Maus liegt hier in ihrer Wippe. Die haben wir ganz neu gekauft und die ist super, super praktisch. Kann man überall mit hinnehmen. Sie hat hier so einen kleinen Spielbogen drüber, den findet sie total interessant. Und genau, da liegt sie jetzt drin und schaut ein bisschen rum. Hat Mama gerade schön voll gespuckt. Und müde ist sie auch schon wieder, die kleine Maus. So, meine Lieben, ich bin jetzt auf der Baustelle. Ich habe schon gegessen gehabt und wir haben es auch schon 4 Uhr ungefähr, kurz vor 4. Und meine Mutter passt jetzt auf die Kleine auf, die schläft nämlich unten jetzt. Endlich, sie war super quengelig, deswegen habe ich auch nicht gevloggt. Sie hat seit um 12 nicht mehr wirklich geschlafen. Ich habe sie dann kurz in die Trage genommen, als ich gekocht habe. Aber auch nur 5 Minuten hat sie da ungefähr geschlafen. Und ja, sie ist super quengelig irgendwie heute. Und ich musste sie auch schon wieder umziehen, weil sie hat sich voll gespuckt. Und eigentlich könnte ich sie schon wieder umziehen, weil sie schon wieder voll gespuckt hat. Aber jetzt schläft sie erstmal. Ich bin ganz froh drüber. Ich denke auch, dass sie jetzt locker 3 Stunden schlafen wird. Genau, ich habe jetzt gerade Wasser geholt, um noch kurz im Babyzimmer zu spachteln. Da muss ich nur das Fenster spachteln. Und ja, das zeige ich aber jetzt im Bauvlog. Ich drehe jetzt direkt einen Bauvlog und melde mich dann einfach nachher, wenn ich wieder bei der Kleinen bin. So, die kleine Maus wird jetzt gebadet und da bereite ich jetzt erstmal alles vor. Einmal haben wir hier ein Handtuch. Das benutze ich im Moment sehr, sehr gerne. Das lege ich hier schon mal hin. Da wickle ich die Kleine dann ein. Dann nehme ich mir immer noch so einen kleinen Waschlappen mit. Und meistens noch so einen etwas größeren. Die habe ich hier unten. Genau. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Genauso wie die kleinen hier. Finde ich auch zuckersüß mit diesem Design. Genau, nehme ich mir das beides mit. Und halt hier dann gleich die Kleine schön einpacken. Die beiden nehme ich jetzt schon mal mit ins Badezimmer, weil da muss ich jetzt das Wasser fertig machen. So, hier habe ich immer unsere Decke. Die nutzen wir mal so als kleinen Wickeltisch hier. Kann ich die Kleine mal sehr gut drauf ablegen. Und hinten haben wir auch unsere Badewanne. Die brauchen wir natürlich auch. Die stelle ich uns mal hier rauf. So, die Waschlappen. Tun wir mal zur Seite. Hier natürlich erstmal das Loch zumachen. So läuft das Wasser gleich wieder komplett raus. Schön zumachen. So. Dann schiebe ich mir das Ganze mal hin. So. Und dann wird Wasser reingemacht. So, das Wasser ist fertig. Wir haben fast die perfekte Temperatur. Das wird jetzt aber noch ein bisschen dauern, bis die Kleine. Die hole ich jetzt, aber bis dahin ist das Wasser schon wieder ein bisschen abgekühlt und deswegen habe ich ein bisschen wärmer gemacht. Hier habe ich schon den Waschlappen. Und dann hole ich jetzt die Kleine und dann wird gebadet. Hallo, meine Lieben. Ich habe die Kleine gerade hier in der Trage und wir räumen hier gerade so ein bisschen das Babyzimmer auf, weil die Kleine ist heute extrem zickig. Sie weint nur, wir sind seit 4 Uhr wach, wir haben es jetzt 11 und ja, sie weint die ganze Zeit, sie möchte nur in die Brust. Dann trinkt sie, dann ist sie aber satt und spuckt, dann trinkt sie aber wieder, weil sie wieder in die Brust will und ganz, ganz komisch. Jetzt habe ich sie hier zum Glück in der Trage und gerade ist sie beim Wäscheaufhängen eingeschlafen. Genau, da sind wir jetzt ganz froh drüber, sie hier in der Trage.
Und jetzt räumen wir gerade, wie gesagt, hier so ein bisschen das Babyzimmer auf. Das ist gestern nämlich so ein bisschen liegen geblieben. Und habe jetzt hier Windeln gerade rausgeholt für unten fürs Wohnzimmer. Die sind nämlich unten leer. Unten brauchen wir auch nochmal eine neue Wickelauflage. Und hier hinten habe ich nochmal die Pampers aufgefüllt. Und mal schauen, ob es die letzte Einser-Packung war. Ich habe nämlich hier die letzte Einser-Packung liegen. Gucken, ob wir nochmal eine kaufen müssen, ob wir dann zu zwei wandern. Mal schauen. Genau, das nehme ich jetzt mit nach unten, dieses beides hier. Und dann ist es hier auch wieder aufgeräumt. Den einen Body, seht ihr den? Den muss ich noch wegräumen. Der ist nämlich zu klein, das kostet 50 und den wollten wir dann einfach in die Kiste packen, weil wir die Sachen ja noch behalten fürs nächste Kind. Muss ich den ja noch in die Kiste packen, den einen Body. Und mir ist aufgefallen, ich habe mich gestern gar nicht verabschiedet nach dem Baden. Also wir haben gebadet und die Kleine fand das an sich super toll, wie immer. Aber danach hat sie so geweint und war total zickig und meckrig und wollte einfach nur noch auf dem Arm. Und dann habe ich mich einfach mit ihr ins Bett gelegt und ja, deswegen habe ich nicht mehr weiter gefilmt. Und deswegen wollte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Es war ein bisschen Mama-Alltag mit drin, aber auch so ein bisschen Frauenarzttermin. Und genau, ich hoffe, euch hat das Video, wie gesagt, gefallen. Gott, ich wiederhole mich immer. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!